Der Horror für alle Reisenden. Lange Schlangen am Flughafen. Der geplante Trip fällt ins Wasser. Da hilft es auch nicht, dass die streikende Flugbegleitergewerkschaft Getränke ausgibt. Bundesweit bleiben rund 100 Flieger am Boden. Ich wollte jetzt eh nicht, ist beruflich für mich, ist kein Urlaub, keine Lustreise, aber ist natürlich trotzdem doof. Streik hin, Streik her, aber irgendwann ist auch mal Schluss. Ich verstehe schon, dass Leute streiken, aber die Informationspolitik ist unter aller Sau. Betroffen die Lufthansa-Töchter, Germanwings, Lufthansa Cityline, Sun Express und Eurowings. Die Gewerkschaft fordert 1,8% mehr Gehalt für Mitarbeiter. Es geht auch um betriebliche Altersvorsorge und Teilzeitregelungen. Der Arbeitgeber hat die Gangart in den letzten Tagen auch nochmal verschärft. Das lässt überhaupt nicht vermuten, dass wir mit unseren Forderungen auch vorankommen, wenn der Arbeitgeber nur dagegen hält und ultimativ hier auf Eskalation setzt. Die Streikbeteiligung aber hält sich in Grenzen. Der Lufthansa-Konzern drohte Teilnehmern mit arbeitsrechtlichen Konsequenzen, von Abmahnungen bis zum Arbeitsplatzverlust. Denn der Konzern hält den Streik für rechtswidrig. Das liegt einfach daran, dass die UFO, die Gewerkschaft, der Gewerkschaftsstatus der UFO nicht klar geklärt ist, auch die Vertretungsbefugnis des UFO-Vorstandes nicht klar geklärt ist. 90% aller Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter sind heute Morgen zum Dienst erschienen, haben sich also dafür entschieden, nicht zu streiken. Und dennoch heißt es für viele Passagiere durchhalten. Die Airline muss einen späteren Flug anbieten. Andernfalls können Betroffene ihr Geld zurückfordern.